Hey you guys, willkommen zurück bei Let's Play Batman Arkham Knight. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Und ich wollte gerade schon wieder andere Titel von mir geben, aber egal, wir kennen das ja schon von mir. Na klar, pure Verwirrung. Ja, wir haben in der letzten Folge gesehen, wie du sehr stylisch hier aufgeräumt hast. Na klar, so muss das. Ja. Nee, jetzt haben wir, hat er noch eine Trophäe angezeigt auf der Karte. Ja, ist ja auch richtig. Naja. Wir haben ja noch eine. Nee, aber geh mal in die Karte rein. Da unten siehst du ja, eine Riddler-Trophäe. Ja, das ist und die. Und drei, ja klar. Und eine und ein Fragezeichen. Und ein Rätsel. Ja, ein Rätsel. Und das ist hier. Ja. Im Gebäude. Ah, siehst du, das habe ich vergessen, das Rätsel. Als wir in Kirk Langstroms Büro, Labor waren, da hätte, ja, hätte ich was scannen können. Und das war auch ein Rätsel, aber das habe ich vergessen gehabt. Ah, das können wir ja gleich machen. Das machen wir jetzt noch, weil dann sind wir fertig mit dieser Insel. Und hier ist die Trophäe. Haben wir eine Trophäe mit jede Menge Bier und einem Klappstuhl, der uns einlädt, dazu mal Pause zu machen. Schwierig. So, dann holen wir uns noch das Rätsel. Dann haben wir diese Insel endlich sauber. Und ich glaube, wir waren ja schon unten in den Panessa Studios, ne? Ja. Da haben wir übrigens auch einen Ausrüstungsgegenstand vergessen. Okay, dann müssen wir uns dann auch wieder holen. Ja, da kommen wir früh genug wieder rein. Von daher. Was kannst du schon, wie kannst du schon so weit sagen, wie weit wir in der Story schon vorangeschritten sind? Weil ich halt das weiß. Nein, wie viel Prozent, also so, bei welcher Stelle wir jetzt sind? Ja, da kommt noch ein bisschen was, also. Kommt noch genug, ne? Hauptstory würde ich sagen, so 30% haben wir vielleicht. Pi mal Daumen. Ja, okay, dann kommt noch genug. Da kommt noch was dann auf euch zu. Freut euch. Ich freue mich. Und ja. Saul ist verwirrt. Nichts Neues für uns. Saul ist verwirrt, er weiß nicht wohin. Versuch du mal hier rum. Ach. Ist doch im Gebäude drin. Ja, ich bin ein Vogel. Ich hatte vergessen, wo der Eingang war. Er fällt mir gerade wieder ein. Ach so. Ich bin halt merkwürdig. Ja, das bist du. Da ist der Eingang. Das war doch mir hier mit dem geilen Fahrrad. Ich weiß nicht, also teilweise gibt es ja auch in Amerika, es gibt ja wirklich solche Wohnungen. Es gibt ja wirklich so Wohnungen halt mit Fahrstuhl und so weiter und dann in so einem Kellergewölbe und so, wo es dann wirklich ja so aussieht, also einschließlich diesem ganzen Scheiß hier, wo ich mich dann frage, ey, wer will denn in solchen Buden hausen? Oder hier so Kühlschränke mitten auf dem Gang und so ein Blödsinn. Krank, verwirrend. Keine Ahnung, Modehipster, so. Ja. Der neuen Trend und so, kein Plan. Also entweder, nein, da war es nicht, okay, dann müssen wir. Das hier war das, glaube ich, diese Tafel. Ja, diese Tafel müssen wir dann scannen. Ja, das hatten wir ja schon. Mhm. Damit haben wir die erste Insel mal komplett rätselfrei. Tschakka! So, jetzt beenden wir das Let's Play auch damit. Ja, den Rest müsst ihr selber suchen. Tut mir leid jetzt. Nein, machen wir natürlich nicht, Leute. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir das Let's Play jetzt beenden und es ist weitergegangen. Also auf mich ist kein Verlass in dem Sinne. Auf dich ist kein Verlass. Beim Abbrechen von Let's Plays. Es geht ja nicht so weiter, ne? Das geht so nicht weiter. Geh zur Missionsauswahl. Du kannst mich gerne haben. Es wird weiter gerätselt hier. So. Also was zählst du eigentlich? Trophäe. Ja, ich weiß, aber unter welchem? So, hier von Miyagami Island. So, ja, dann machen wir auch Miyagami Island, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir nämlich, das ist ja die zweite Insel, auf der man zugange war. Somit. Somit räumen wir hier so ein bisschen auf. Dann so weit wir können, ne? Mhm.
Dann haben wir den Bullshit auch durch. Aber was heißt durch? Aber ja, aber dann hast haben du wir weniger auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, es werden jetzt teilweise dann immer nur so Sachen, insgesamt 10 auf jeder Insel. Mhm. Also dann so ein paar zerstörbare Objekte, ein paar Trophäen und so weiter. Und das lässt sich ja dann im Vergleich zu dem Kram, den wir bis jetzt angesammelt haben, um einiges leichter wegmachen. Na klar. Ja, das ist dann mal vielleicht eine, zwei Folgen, die ihr euch dann mal noch geben müsst, immer mit so einem Blödsinn hier. Und danach haben wir dann wieder schön Hauptstory und Nebenquests. Und wir haben ja schon gehört, dass wir 100 Trophäen haben. Das heißt, von 243 haben wir jetzt schon über 100. Ja, nice. Und das heißt ja dann auch, wir sind ja so gut wie fertig. Ja. So, wie war das denn hier noch? Ich gehe mal hoch. Guck mir das hier mal so an. Hier irgendwie so geheimer Eingang mäßig. Keine Ahnung. Nein, da drunter. Auf jeden Fall. Ich guck gerade noch hier oben. Ob du was zerstören kannst, oder was? Ja, aber... Ich denke mal unten. Aber da kommt ja das Bettmobil nicht drauf, also mit hier Explosivgel oder so, wer weiß. Ja, ich gucke gerade. Ja. Ich gucke. Ich gucke. Wie Will Smith das mal bei Elton bei dir fotografiert. Da, ja, da oben haben wir es doch. Oh nein. Musst du reinfliegen, ne? Ja, das ist wieder so ein Holzscheiß. Und dann auch noch so knapp über dem Erdboden. Ja. Leicht ist was anderes, ne? Ja, nur. Ah, du kriegst das schon hin. Ja. Du Sau. Krieg ich. Krieg ich. Ist kein Ding. Kein Ding. Mach eben schnell hier, also hallo. Also hier würde ich auch gern wohnen. Ja, also teilweise, ich weiß nicht, diese amerikanische Baukunst oder so wie Amerikaner Häuser bauen und so, erscheint mir auch teilweise so, immer so ein bisschen suspekt, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch dieses in Deutschland wohnen zu sehr gewöhnt, ich meine, das kann ja auch ganz schön sein. Gibt ja auch Leute, die stehen auf dieses Ambiente, was die Amis da in ihren Dingern machen, ne? Aber, ja. Ja, was mich nur einzige an den Häusern stört, meistens die Fertigbauhäuser, dass die einfach nur aus Pappmaché bestehen, also Holzwände, und die kannst du einfach so durchboxen, so wie Batman das auch immer wieder macht, ne? Ja. Deswegen eigentlich voll unvorteilhaft, eine Zombie-Apokalypse in Amerika zu haben. Ja, das kannst du so sehen, wie du willst. In Deutschland wär's unmöglich, an Waffen ranzukommen. Ja. Außer du bist jetzt Waffenhändler. Lizenzierter, also. Oder du gehörst zur Armee. Oder du gehörst zur Armee. Oder sieht für mich aus, als würde es wieder einfach hier so rum. Ja, zu Hause beim Penner haben wir jetzt hier so eine Trophäe gefunden. Beim Obdachlosen, wir wollen ja formal korrekt bleiben. Okay, ein Obdachlosen, der seinen Plüschteddy hier hat liegen lassen. Hat er vergessen, tut mir leid. Hat der Zeitung? Nein. Aber der hat noch mehr Plüschsachen. Ja, dann lassen wir ihm ein bisschen Geld in seinem Topf dafür, dass wir ihm jetzt die Trophäe geklaut haben. Wir wollen ja hier politisch korrekt sein. Ja klar. Wir können ja hier an den Armen nicht noch mehr klauen, das geht nicht. Wie viele hast du mir jetzt da gelassen eigentlich? Geheimnis. Achso, okay, gut. Ich glaube, da war hier eine zerstörbare Wand. Ja, weiß ich, aber ich suche mir gerade den Punkt von, wo ich das Batmobil rufen kann. Ja. Und dann gib ihn. Und hier dann. Das Batmobil ist mit mir verschmolzen. Kabu. Jetzt hast du es aber, ne? Ja. Jetzt hast du es. Ah. Muss ich nochmal Anlauf nehmen. Ich dachte schon, Arkham City war ein Spaß, aber das ist um Welten besser. Passt. Sitzt wackelig. Ab Luft. Naja, in einem theoretisch unendlichen Universum ist wohl alles möglich. Ja, klar. So, dann haben wir hier noch ein zerstörbares Objekt. Allmählich lichten sich so ein bisschen die Nebel. Ja. Also in meiner Welt fließt das Wasser bergauf und die Blumen blühen ewig. Also von daher ist das alles möglich bei uns. Du hast nicht zufällig Tales of Graces F gesehen? Nee. Da gibt es eine Wiese, da blühen tatsächlich das ganze Jahr Blumen. Nice. Wurde nur ein bisschen scheiße übersetzt, also ich habe den englischen Namen jetzt vergessen, aber im Deutschen hat er echt einen scheiß Namen gekriegt. Mhm.
Aber das ist ja meistens so. Ja klar, so gut auch die deutsche Synchro bei manchen Sachen ist, ne? Nee, die Namen sind ja einfach scheiße. Zum Beispiel finde ich auch in Game of Thrones finde ich das scheiße. Ja, die mit John Schnee. Eindeutschung. Mit John Schnee und so weiter. Weil im Engel, in Büchern oder in John Snow hört sich einfach geiler an. Das hört sich besser an. Also da hätte ich es auch aufgrund der Art, wie es klingt, hätte ich es dann auch so gelassen an deren Stelle. Wir müssen dringend hier ein paar Leute suchen. Auf jeden Fall. Da haben wir noch einiges. Was haben wir hier noch drauf? 13, 3 und 6. Boah. Relativ. So, gucken wir mal, ob wir so ein paar Buben finden. Ja, Miyagami Island ist immer so rar von den Leuten, ne? Ja. Das kommt mir so vor. Mittlerweile haben wir doch garantiert neue Leute. Hoffen wir mal. Guck, da vorne haben wir schon einen ganzen Haufen Buben. Aber keiner leuchtet grün. Ja, noch nicht. Versteckt sich. Da unten, links. Rechts meinte ich. Da unten, siehst du ihn? Jawohl. Hast du ihn, hast du auch. Stell dich bitte besser an als ich. Keine Sorge, das krieg ich hin. Hey guys. Ist, wenn sie das tun. Komm, wo ist er? Da ist er. Also kommen jetzt neue Buben. Die eben platt machen. Ausgezeichnet. Nee, das ist ja nicht eine Aufnahme. Ja, ich weiß. Kannst du eigentlich nicht den Timer beim Fernseher ausstellen? Nein. Ey, du Sau. Ja, gib mir eine Backpfeife. So unartig war. Wir müssen reden. Kontern, gleich. Bestimmt. Rede! Sonst breche ich dir den Schädel auf und hole mir so meine Antworten. Ich rede! Weiser. Oder nicht. Ah, Miyagami Island. Das sah aus, als würde es ihn töten. Ja, das sowieso. So manchmal Betten und Schläge, ne? Ja nun, wir haben ja auch schon gehört, dass er mittlerweile härter zuschlägt. Also das soll, glaube ich, auch so ein bisschen verdeutlichen, dass Batman so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen abgedriftet, ne? Da oben. Was ist das denn? Minenmaus? Ist das ein Stützpunkt? Ja. Ja, okay, dann... Mach ich mal kurz. Hab ich vor. Es ist nie genug für Batman. Hey, du bist hier ganz allein. Ich helf dir. Also das war ein Checkpoint ohne Mauern, dafür mit Minen. Auch nicht verkehrt, die Dinger wegzumachen. Zeigt ihm, warum ihr auserwählt wurdet. Hast du gehört, er ist auserwählt. Er ist der Auserwählte. Wir haben schon wieder 8 Punkte. Leck mich. Ja, die kriegen wir wie Gummibärchen zugeworfen. So, wir wollten ja hier Panzerung kaufen. Und, weil wir gerade dabei sind, den besseren Auswurf. Nein, ich gehe nicht zur Mission 2. Zum letzten Mal. So. Wir gehen erstmal hier hin. Da haben wir noch reichlich Trophäen. Mhm. Moment. Das nehmen wir wahr. Ey, manchmal fahren die auch wie die Säule, ne? Ohne Scheiß. Siehst ja, was er davon hat. Aber das war knapp. Boah, wie das aussieht. Ja. Okay. Was war das denn? Ja, meine Rakete. Nee, den verkneife ich mir jetzt. Ach, die schießen jetzt auch Raketen zurück, oder was? Ach, schon die ganze Zeit.
Ja, ist mir nie aufgefallen. Ja, es ist zu hektisch. Zu hektik, mektik. Schön, deine Verstärkungseinheiten sind schon alle kaputt. Ist doch schön. Ach komm. Oh, Alter. Wie der fährt, ne? Ich kann immer noch nicht glauben, dass der schneller ist als das Batmobile. Okay, bei deinen fahrerischen Künsten. Ich bin mit eingeschlossen, ne? So, die Steuerung ist hier echt dreckig manchmal. Salto! Liegt auch an der beschissenen Framerate. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, ich bin schon wieder auf dem Founders Island. Da will ich nicht hin. Wir haben gesagt, wir machen erstmal hier weiter. Miliz hat noch einen. So, warte mal. Ist die Karte, ist die schon drauf? Offensichtlich, ne? Ja. Ah, nee, wurde gerade hinzugefügt, da. Okay, cool. Nee, doch nicht. Ach, scheiße. Ist es das, was ich glaube? Maybe. Wie gesagt, also wir haben es auch schon in den paar meisten Folgen erwähnt. Da wir auch hier alles auf 100% machen, könnte man das auch als Komplettlösung gerne zur Hand nehmen, ne? Jo, für die Trophäen und alles. Verkehrt wäre der Gedanke nicht. Ja, nee, auf jeden Fall. Und da wir auch ja schon die Titel so halten, dass man auch weiß, was jetzt in dem Sinne Hauptquest ist und in dem Sinne ja auch wieder eine ganz leichte Trophäe. Liegt die dann rum. Übrigens, das ist auch offensichtlich sehr häufig so, dass der Riddler die einfach irgendwo hingestellt hat. Find ja, also vielleicht Zeitdruck. Zeitdruck, ja. Ach, hier wird übrigens gerade auf Anarchy angespielt. Mhm. Das ist ein Schurke aus Batman Arkham Origins. Ist halt so ein Hacker-Bube. Ach du Scheiße. Ja, der sagt mir noch was. Also der hat es mir auch mal irgendwann mal vorgestellt gehabt. Ja. So. Also jetzt nicht persönlich, aber hast mir schon von ihm erzählt gehabt. Ah, das beschissene Spiel. Nein. Boah, das war knapp. Da musst du ja nicht genau, ne? Nein! Nicht, was machst du? Gut. Und wieder. Warte. Nein, nein, nein. Weiter. Nee, zu spät. Ficken. Weißt du, das hatte ich mir eine Zeit lang abgewöhnt, jetzt kommt es wieder. Ich bin unschuldig. Concentration, Fokus. Ah, kriegst du locker hin. Sag das noch nicht. Ah, okay. Bild. Können wir noch nicht machen. Müssen wir erst das Batmobile für weiter upgraden. Aufrüsten, ne? Damit der bis zu 4 Dingern hat. Der hat ja bis zu 4 Dinger, aber... Nein, 4 von diesen Flächen. Ach so. Dann ist das hier möglich. Also die müssen wir uns vormerken. Natürlich könnte man das jetzt auch noch irgendwie hinkriegen mit ganz viel Gedeichsel, aber warum sollen wir es uns so schwierig machen? Ja, hat man auch super gesehen in den letzten Folgen, ne? Ja, mit dem Rennen. Wie es passiert ist. Also da hätten wir ja auch, weiß Gott, wie leichter haben können, aber... Da waren wir ja auch zu eitel und muss ja nicht sein. Zu ehrgeizig. Ja, zu ehrgeizig, zu eitel, das kannst du sehen, wie du willst. Aber das sollte... Wir wollen das Let's Play ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, deswegen ja. Hat gereicht, dass wir das eine Mal gemacht haben. So. Wir müssen, glaube ich, in den Fahrstuhl rein. Kann das sein? Ja. Ja. Hallo. Hallo, Trophäe. So, was haben wir hier? Vielleicht wird es Zeit, die Stadt zu verlassen. Ja, mach mal. Besser ist das. Habe ich gehört. Die Minata. Ja. Übrigens sieht man auch bei den... Ach du Scheiße. Mussten wieder reinfliegen? Ja, wahrscheinlich. Übrigens sieht man auch bei den Minen anhand der Stufe daneben, wie schwierig der ist. Mhm. Ja, kannst dich reinhängen lassen, oder nicht? Nee. Oder? Das ist offen. Ja, warte dann.
Machen wir es. So. Hi. Na. Zack, zack. Oh, dann ist die Folge auch schon wieder rum. So sieht's aus. Haben wir ja gut was weggeschafft schon wieder hier. Na toll, wir müssen schon wieder auf Suche gehen. Ja, das kann ich ja dann machen. Ja, musst du auch. Ach, guck mal hier, eventuell kannst du auch in der nächsten Folge einfach mal den Sprengsatz machen. Mhm. Das ist ein relativ leichter und das wäre auch der letzte hier auf der Insel. Okay. Deswegen, das bietet sich gerade an. Hier haben wir nur noch das, okay. Ja, da haben wir auf jeden Fall die zwei Checkpoints haben wir schon gefunden. Einen der Türme. Zwei von den Bomben. Ja, und der Rest ist, muss man da mal gucken. Sisyphus. Na, Sisyphus. Ja, okay, dann sagen wir an dieser Stelle zu euch, see you guys. Und schaltet wieder ein, wenn wir uns die hübsche Pflanze angucken. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.